Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Nun, das ist beunruhigend. Bei Jeffre. Riesige Klumpen Meteorglas. Es ist ein monströser Wächter, den man. Riesige Klumpen. Auch von Ragnarök von God of War? Es ist ein monströser. Was war denn das gerade? Was zum Frick ist das? Okay, im letzten Paar. Seht ihr dieses Gewölbe im Süden? Dort ist die Himmelsscherbe. Einfach zwei Begleiter, geil. Ich hänge fest. Geh kaputt. Ja, gut. Das Spiel hat leider keine Speicherplätze, deswegen habe ich eine neue Fähigkeit, falls ihr fragt. Rein, okay, ab ins Gewölbe. Himmel. Okay, ich weiß leider nicht, ob man nach Kapitel 1 direkt weitermachen kann, aber ich speichere. Dort ist sie, die Himmelsscherbe. Oh Mann. Was ist das? Oh mein Gott. Bewegt euch. Warum der und übertreib halt. Was? Habt ihr gerade die Energie dieser Scherbe absorbiert? Unglaublich. Nicht ganz, was ich vorhatte, aber wir können damit arbeiten. Lasst uns zurück zum Tor gehen. Okay. Nur kurz die Urne durchsuchen. In der Edelskreuz. Also, falls ihr Skyrim Teil 1 nicht gesehen habt, dann geht auf PortaGothicSDs Kanal, da könnt ihr der Edelskreuz Skyrim sehen. Ich spiele der Edelskreuz Skyrim Schwarzes Herz. Eisengürtel. Was braucht man eigentlich einen Gürtel? Wir sind schneller unterwegs als keine Ahnung. Okay, jetzt muss ich nach oben laufen. Oh, eine Ratte. Komm, Begleiter. Der Moment der Wahrheit. Konzentriert euch auf die Himmelsscherbenöffnung. Mit etwas Glück reagiert sie auf die von euch absorbierte Macht und schließt das Tor auf. Wie gesagt, ich bin. Da ist sie. Schickt sie zurück ins Vergessen. Einfach Bosskampf, einfach Bosskampf. Warum soll ich wieder knurren? Du bist ein scheiß Bosskampf. Ich mach dich platt. Was nicht sterben kann, könnt ihr nicht töten. Verdaut und sterbt.
wird es noch geben. Ihr habt es geschafft. Hoffentlich wurde die Galerie nicht zu schwer beschädigt. Folgt mir. Jetzt gehe ich auch noch in den... Bei allen Sternen. Seht euch die mittlere Säule an. Ich hatte keine Ahnung, dass sie so etwas verbirgt. Werfen wir einen näheren Blick darauf. Wo bin ich denn? Jeder Tier einfach einmal X drücken. Die Galerie des Schlüsselmachers. Ich hatte sie anders in Erinnerung. Jetzt verstehe ich, warum es uns nie gelang, die Tore zu entriegeln. Ihre Macht entstand dieser arkanen Helix. Erstaunlich. Da die Helix nun frei liegt, können sich diese Tore wieder öffnen. Anfangs vielleicht nicht alle, aber genügend, um einen Großteil Tamriels zu erreichen. Für euch stellt sich jetzt die Frage, wohin zuerst? Ist das zu... Die Galerie des Schlüsselmachers hat Türen in jeden Winkel Tamriels geöffnet. Orte von... Und? Habt ihr beschlossen, wo es hingeht? Welche Region der Welt gefällt euch? Nicht jeder kann binnen eines Wimpernschlags. Was? Ich? Nein, ich hab zu tun. Ah, hier kann ich jetzt entscheiden, welches ist zuerst, ne? Okay, ich sehe. Okay, dann nehmen wir erstmal das. Storos Enkai. Storos? Wir unterwerfen uns eurem. Achso, übrigens, ich habe die bessere Rüstung gefunden. Übrigens, habe ich komplett vergessen. Wortwörtlich. Wow. Keine Ausreden mehr, Lamm. Schaut, was das ich plan für diese. Also, die drei Leute, die ich brauche. Ich habe. Auf Busex. Diese Verräter sind diese.
kann ich herstellen, okay. Händler. Das ist die Festung. Ich sehe nur Wüste. Der hat auch einen Begleiter. Dieser alte Narr wird mich hier nicht finden. Zeit für ein Mittag. Egal worum es geht. Ja. Nur zu. Der Welt. Was soll ich nur tun? Mutter hat gesagt, dass das Mutter... Nun, dort drüben hatte ich einen furchtbaren Kampf mit ein paar Monstern. Hört sich sehr beruhigend an, ne? Geht ohne mich weiter. Ich hab hier drüben noch was zu erledigen. Das ist so Pion ist so böse. Da hoch. Das ist ein Schwert. Der Anblick des... Jetzt lockt na dann mal los. Bitte bleibt in meiner Nähe. Obacht! Diese Schlammkrabben sind gefährlich. Schlammkrabben? Ich muss auch ein Zelt sehen. Da ist es. Viel Glück. Habt ihr gesehen, wie gut? Ihr habt mein Schwert gefunden. Vielen Dank. Ich will ein Krieger werden und Mutter stolz machen.